Ihr Vortragstitel heute auf dem CIO Executive Circle lautet Digitales Pearl Harbor. Was erwartet uns? Also ich werde einfach ein paar Lifehacks zeigen und demonstrieren, wie schnell Angreifer in Systeme kommen. Das, was man oft liest oder in den Medien hört, man stellt sich da immer vor, da kommen irgendwie Horden von Angreifern mit vielen, vielen Rechnern. Das ist gar nicht der Fall. In der Regel reicht ein Laptop und eine Person. Stichwort neue Medien. Welche neuen Angriffsmethoden eröffnen sich dadurch und wie kann sich denn ein Unternehmen dafür schützen? Also die neuen Medien eröffnen mehrere Angriffsflächen. Das ist ganz klar, weil sie einfach in Benutzung sind. Alles, was erstmal neu auf den Markt kommt, hat immer am Anfang Schwächen. Das ist noch nicht ausgereift. Man findet auch die eine oder andere Lücke erst später. Und insbesondere ist der Umgang der Mitarbeiter mit diesen Technologien und Medien am Anfang sehr schwierig. Und da bedarf es viel Informations- und Aufklärungspolitik. Und ein nächstes großes Stichwort ist Social Engineering. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also Social Engineering ist eine Methode, die Angreifer mittlerweile anwenden, weil die Technik einfach sehr gut wird. Also Firewalls, Intrusion Detection Systeme schützen Netzwerke mittlerweile sehr gut. Das heißt, man sucht sich eine neue Schwachstelle und die findet sich immer öfter bei den Mitarbeitern. Deswegen der Begriff Social. Und mit Engineering geht es eigentlich darum, dass man die Menschen bearbeitet und zum Beispiel durch Tricks, Manipulation und auch Lügen die Leute dazu bringt, irgendetwas zu tun und man damit ins System kommt. Und können Sie mir denn als letztes noch einen Tipp geben, wie ich mir zukünftig Passwörter besser merken kann? Ja, da gibt es eine ganz schöne Methode, um sich vor allem kryptische Passwörter mit Groß- und Kleinschrift und sowas zu merken. Denken Sie sich einen Satz aus, in dem zumindest auch eine Zahl vorkommt, also was weiß ich, bei den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen. Und dann nehmen Sie einfach die Anfangsbuchstaben. Dann damit haben Sie Groß- und Kleinschrift, Ziffern auch noch drin. Und wenn Sie dann noch irgendein Sonderzeichen wie ein Ausrufezeichen oder ein Sternchen unterbringen, haben Sie schon ein sehr gutes, sicheres Passwort und können sich dieses anhand dieses Satzes wahrscheinlich auch sehr gut merken. Das klingt gar nicht so kompliziert. Vielen Dank, Herr Schröder. Sehr gerne.